Zurück zur Normalität, darum soll es heute gehen im Warmsam-Montagsmagazin. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich hier aus unserem Corona-konformen Außenstudio. Ja, es tut sich einiges und wir alle haben die Hoffnung, dass uns die Pandemie bald in Ruhe lässt. Es gibt einige Öffnungsschritte, die die Bundesregierung angekündigt hat. Da ist zum Beispiel zu nennen, dass 2G im Einzelhandel wegfällt. Das ist ohnehin in einigen Bundesländern schon geschehen. Und bald zum Beispiel soll auch die Homeoffice-Pflicht wegfallen. 20. März ist es soweit. Also wir haben die Hoffnung auf etwas Normalität. Und darüber wollen wir reden mit einem Mann, der in Worms bekannt ist wie ein bunter Hund, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich freue mich sehr auf Charlie Wirtwein. Hallo, guten Abend Markus, guten Abend liebe Zuschauer vom offenen Kanal Worms oder auch vom Rhein-Lokal Worms. Ist ein bisschen ungewohnt, ich sitze hier, wir chatten per Skype. Eigentlich ist ja so, dass der Markus neben mir sitzt. Ja? Jetzt ist ja die umgekehrte Position. Normal müsste ich dich ja jetzt interviewen, Markus. Zum Beispiel erzählen wir jetzt was von der Wormatia. Wie ist das letzte Spiel ausgegangen? 7:2 gegen K.O. Odenheim. Also Karl, ich sage die Wormatia beginnt bald wieder mit Pflichtspielen. Es gibt auch das Derby gegen Vettersheim. Es freut mich, dass du dich darüber informiert hast. Das ist tatsächlich ungewohnt, aber ich glaube, wir kriegen das gut hin. Danke, dass du unser Gast bist, Charlie. Gerne. Ich habe es gesagt, man kennt dich in Worms und das ist interessant, weil du bist einerseits Lokaljournalist, bist also wirklich mit vielen Leuten und vielen Vorgängen in der Stadt vertraut. Gleichzeitig bist du Unternehmer, Musikschule Wirtwein, bekannt in Worms. Lass uns zunächst über das Unternehmerische sprechen. Und da gibt es jetzt einige Lockerungen, aber das alles noch im Fluss. Hast du dich schon informieren können, wie ihr konkret betroffen seid von der Musikschule Wirtwein? Ja und nein. Also bei uns ist es halt so, man muss noch warten, bis die Verordnung bis sie durch ist. Ja, erst dann können wir handeln. Also im Moment ist es noch so, dass bis 12 Jahre, dass die keinen Test brauchen. Dann von 13 bis 17 gilt die 3G-Regelung und ab 18 aufwärts die 2G-Regelung. Also so ist es im Moment noch. Das Ganze wird natürlich geben. Wie das für uns Musikschulen aussieht, weiß ich nicht. Ja, natürlich freuen wir uns auch, wenn es da Logger gibt, ja, weil es geht auch gegen unser soziales Prinzip. Wir unterhalten uns gerne mit den Leuten, ja, und da ist eigentlich völlig egal, ob jetzt jemand geimpft oder ungeimpft ist, ja, aber dann, wenn man dann die Leute nicht reinlassen darf, ja, oder die Eltern geben ihre Kinder ab, ja, und wir müssen den Zutritt verweigern, hat uns auch psychisch ein bisschen mitgenommen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich bin jetzt wirklich froh, wenn diese Regel fällt, ja, diese Regelung. Ja. Du sagst es, also ihr seid natürlich für das Musikalische zuständig, aber der soziale Aspekt, der kommt leider immer noch zu kurz oder wegen Corona zu kurz. Und da haben wir die Hoffnung und ihr sicher auch, dass es sich bald ändert. Wie waren die vergangenen 2 Jahre für euch? Das war sicher schwierig. Musikunterricht, ihr habt auch auf Distanz probiert, so digital ein bisschen was an Lösungen zu finden. Wie habt ihr es gemeistert? Offenkundig, es gibt euch noch, also insofern freuen wir uns darüber, aber es war sicherlich nicht so einfach. Es wird uns auch noch eine extra Zeit geben, mit Sicherheit. Ja. Natürlich ist am ersten Moment ist es ein Schock. Ja. Ich kann mich daran erinnern, als geheißen hat, ab sofort muss geschlossen werden. Ja. Es darf niemand mehr reingelassen werden. Ja. Es entfällt jeglicher Unterricht. Man sitzt erstmal da. Man überlegt, was ist jetzt passiert. Ja, man muss das Ganze erstmal verarbeiten. Man hat ja auch Verpflichtungen, man hat Auslagen. Ja, und die müssen ja auch geschuldet werden. Aber ich muss wirklich sagen, und da muss ich nochmal riesengroßen Dank an all unsere Schüler und Eltern geben, ja, die das Ganze auch mitgetragen haben am Anfang. Ja, die gesagt gehabt haben, okay, im Moment ist es nicht, aber es ist wie im Verein. Ja, die Kinder bleiben jetzt mal angemeldet und dann sehen wir weiter. Genau. Dann hatten wir ja auch das Glück, wir haben dann aufgerüstet, ja, wir haben eine neue zweite Musikinstrumente gekauft, ja, neue Computeranlagen und jede Musikschule kann jetzt sofort zugreifen. Das heißt, wenn jetzt jemand von Präsenz in Online-Unterricht umschwanken will, dann können wir das von jetzt im nächsten Moment machen, ja, und da bin ich auch ganz froh, dass wir da frühzeitig geschaltet haben und haben die ganze Investition getätigt, weil das hat uns auch vor finanziellen Verlusten
ja, sind wir verschont geblieben, Gott sei Dank, ja. Und wie gesagt, es wurde halt auch viel investiert, es hat halt auch Geld gekostet, ja, die ganze Anschaffung, aber letztendlich hat sich dann auch rentiert und wie gesagt, so konnten wir auch den Unterricht, konnten den dann weitergestalten, online dann, ja, nachdem der Lockdown, zwei Lockdowns hat es ja gegeben, ja, ausgerufen worden sind. Weil wir hatten eine glückliche Lage, dass wir den Unterricht fortsetzen konnten. Ja, wir haben also geguckt, was ist machbar, ja, was können wir tun und nicht, ach, alles schlimm und so. Ja, wir haben versucht, halt dagegen zu agieren. Da könnt ihr natürlich auch froh sein, dass bei euch in der Musikschule jetzt es offenbar nicht so viele Abmeldungen gab. Wie war das bei euch? Ja, es gab zwar einzelne Abmeldungen, ja, aber es hielt sich im Grenzen und dafür gab es auch später wieder mehr Anmeldungen. Also es lief im Normalen weiter eigentlich. Ja, das ist positiv. Also viele Unternehmer hatten Probleme während der Pandemie. Ihr habt natürlich auch, aber ihr habt es lösen können. Habt ihr auch davon profitiert, dass ihr natürlich schon, ich sag mal, alteingesessen seid, euer Geschäftsmodell in dem Sinne natürlich schon bekannt ist, verfestigt und ihr wahrscheinlich auch Kunden habt, Schüler, deren Kinder schon bei euch wieder im Musikunterricht sind, oder? Ja, gibt es sogar aktuell. Das ist die zweite Generation jetzt bei uns. Wir grüßen mal die Familie Borngesser auf die Stelle. Und da freuen wir uns natürlich riesig, weil das zeigt dann auch, dass ein Vertrauen da ist. Und ich denke, das sollte auch so ein Wurm sein, sollte ein fairer Umgang sein miteinander. Ihr seid optimistisch, die Martina, deine Frau, das wissen wir, aber gab es auch in all diesen zwei Jahren auch wirklich schwierige Momente, wo ihr gesagt habt, die Musikschule, sie liegt uns so am Herzen, aber schaffen wir das? Es waren ja auch schwierige Momente für uns alle. Ich bin eigentlich ein positiver Typ, ja, ich schaue nach vorne, wenn jetzt ein Problem kommt, ja, man verarbeitet es zwar, aber man denkt auch drüber nach. Wichtig ist so ein Problem zu lösen. Wir haben halt immer gedacht, was können wir, was ist machbar, was dürfen wir, was ist legal, ja, und haben dann den gleichen Kopf in den Sand gesteckt, ja, und dann, oh, jetzt ist alles vorbei und so. Also wir haben da schon kämpfen müssen, das ist richtig, ja, aber hinterher hat es dann auch gelohnt letztendlich. Wir hatten ja mit einigen Unternehmern Kontakt, mit Christian Ruppel zum Beispiel aus der Eventbranche, mit Schaustellern. Wir haben es natürlich sehr hart getroffen, klar. Hast du, habt ihr staatliche Unterstützung bekommen? War das überhaupt möglich für Musikschulen? Ja, am Anfang haben wir einen kleinen Betrag bekommen, also nicht diese vollen 9.000 Euro, sondern es war wirklich nur ein kleiner Betrag, damit die laufenden Kosten gedeckt werden können. Ja? Und dann konnte man auch mit dem Geld noch Geschäftsinvestitionen tätigen. Ja, das durfte man ja. Man durfte halt nur nicht privat für Lebensmittel ausgeben, sage ich mal. Ja? Also es ist in den Geschäftsbereich gelaufen und wir haben da halt gleich gehandelt, haben, wie gesagt, neue Geräte angeschafft, das habe ich ja vorhin schon gesagt, und haben da den Blick nach vorne gerichtet, ja, und ja, sind nicht gleich verzagt. Was bietet ihr alles an? Also Keyboard weiß ich in jedem Fall, das habt ihr auch bei uns im Studio schon dabei gehabt, aber die Bandbreite ist ja sehr groß bei euch. Ja, also Keyboard, Gitarre, Klavier, Akkordeon, Schlagzeuge, neuerdings haben wir jetzt auch musikalische Früherziehung dabei. Da haben wir ja, eine ganz nette Frau kennengelernt, die hat sich beworben bei uns und das ist jetzt ganz aktuell gestartet, ja, damit auch die kleinen Zwerge an die Musik herangeführt werden können. Ja, vieles hat gelitten unter der Pandemie. Sportunterricht konnte nicht stattfinden. Das war natürlich Chöre ganz durften gefühl, nicht ja. auftreten. Also ich kenne es also auch aus dem Bekanntenkreis, die selbstständig sind, die mussten teilweise ihre Lebensversicherung kündigen, um überhaupt durchzukommen. Ja? Und wenn man dann solche Einzelschicksale hört, ja, das macht einem doch schon ein bisschen betrübt. Das auf jeden Fall, ja, weil viele haben ja auch zumachen müssen, ja, weil es dann letztendlich, weil sie horrende Miete bezahlt haben, keine Kundschaft mehr, ja, gerade im Gastronomiebereich, ja, oder Christian Ruppel, ja, der war ja auch betroffen gewesen, ja, das haut natürlich rein, ja, und ich denke, das geht auch an die Substanz. Corona hat auch mit den Menschen was gemacht, nicht bloß bei den Erwachsenen, auch bei den Kindern, ja. Bei den Kindern ist mir also aufgefallen, die sind irgendwie ein bisschen ruhiger geworden, ja. So, ich will jetzt sagen depressiver, aber man merkt da, dass sie nicht mehr
die Kinder sind, also die wir vor Corona kennengelernt haben, ja, ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich schaue mal gerade mal meine Frau an, die steht neben mir, Martina. Ja, okay, sie nickt, ja, es ist so. Ja gut, und bei den Erwachsenen, man sieht ja, was im Moment los ist, ja. Ja. Also das heißt, ihr habt ja über die Jahrzehnte der Musikschule ein Gespür dafür, wie Kinder, wie Jugendliche interagieren, und was du beschreibst, hat ja sicherlich Hand und Fuß. Was macht die Musik, sagen wir mal, in normalen Zeiten? Welche positiven Effekte spürt ihr bei den Kindern? Konzentration, vielleicht bessere Noten in der Schule, also was sind so, was beflügelt wird durch die Musik, was kannst du da sagen? Also was Tatsache ist, dass die auch in der Schule besser geworden sind, allgemein, meine ich das jetzt, weil Musik ist ja nicht nur das Fach Musik, sondern es hat ja auch vielleicht jetzt mit Mathematik zu tun, ja, es müssen Takte, müssen aufgerechnet werden, Bruchrechner, Viervierteltakt, Dreiachteltakt, ja, Sechsachteltakt, ja, und das muss dann auch umgesetzt werden. Und also Musik, ja, ist auch was Schönes, und ja, ich würde mal sagen, es hat dann positive Effekte fürs Leben. Ja, dann ist natürlich umso wünschenswerter, dass es jetzt wieder seine geregelten Bahnen nimmt. Lass uns noch kurz über eure journalistische Tätigkeit sprechen. Die war natürlich auch betroffen von Corona. Wie habt ihr das gemeistert? Viele Pressekonferenzen, dann auch nur noch digital, kaum noch Veranstaltungen. Das war sicherlich auch für euch, Martina ist ja auch als Journalistin unterwegs, ja, eine große Umstellung. Oh ja, das war natürlich hart gewesen, weil das ein... hat man stündlich gesehen, wie die Aufträge abgesagt wurden, ja, zurückgenommen worden sind, weil sie halt abgesagt wurden. Und steht man erstmal da, was ist jetzt passiert, gell? Was soll man machen? Ich bin halt so ein Problemlöser, ja. Ich habe gedacht, das kann es doch jetzt nicht sein. Ja, jetzt werden Termine abgesagt, ja. Man hat im journalistischen Bereich keinen Umsatz mehr, ja. Was kann man machen? Dann habe ich mich damals mit der Redaktion, mit Herrn Götzen, kurz geschlossen. Habe gesagt, wir suchen dann Themen, ja. Wir haben dann die Ortsvorsteher angerufen, die Ortsbürgermeister im Kreis, die Bedienstete, die wir kennen, haben Themen gesucht, ja, und haben ja Termine akkreditiert, ja, alles über Homeoffice natürlich und über das Telefon, und das war natürlich auch dann eine riesige Chance, ja, dass da es finanziell nicht reingehauen hat, Gott sei Dank. Also man merkt immer wieder, ihr habt da innovative Ideen, und diese positive Energie, die färbt hoffentlich auf viele ab. Was ja. Denkst du jetzt auch für deine beiden Standbeine, will ich es mal nennen, wie geht es da weiter? Welche Aspekte sagst du, Mensch, das hat sich positiv entwickelt in der Pandemie, zum Beispiel remote zu lernen über die Distanz? Werdet ihr da was beibehalten? Was ist positiv, was wollt ihr mitnehmen für die Zeit jetzt hoffentlich nach der Pandemie? Ja, ist also vieles auch positiv verlaufen. Mit der Musikschule, ja, es geht weiter. Wir können neue Projekte anbieten. Wir können, wie gesagt, wir können jetzt garantieren, dass Unterricht nicht ausfällt. Ja, wenn jetzt auch ein Schüler jetzt nicht kann, war es immer früher so gewesen, da ist der Termin halt ausgefallen. Aber der kann jetzt sagen, ich kann heute nicht, kann ich online machen. Ja, und in jeder Musikschule sind wir mit Computer ausgestattet, ja, mit Internet. In der Plattform, und da kann man direkt dann umschalten. Das heißt, jetzt fällt halt auch kein Unterricht mehr aus, weil der online ja gemacht werden kann auf Wunsch. Also auch ein Digitalisierungsschub, den es vielleicht ohne Corona so nicht gegeben hätte. Ja, lieber Charlie, vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte auch betonen, dass ich den Leuten auch Mut machen möchte, ja, dass man halt, wie gesagt, nicht verzweifeln soll, sondern es geht jetzt auch wieder aufwärts. Ja, Corona hat uns im familiären Kreis natürlich auch hart getroffen. Schüler sind erkrankt, ja, auch zwei Lehrer sind erkrankt, ja, ein Lehrer ist verstorben, frühere Lehrer an Folge von Corona. Er war halt nicht geimpft gewesen, wollte ich auch nicht impfen lassen. Der ist 2015 Ruhestand gegangen, ja, und hat dann jetzt nochmal Corona gekriegt zu einer Krankheit, die er hatte. Und das hat uns halt auch betroffen, das hat uns so mitgenommen. Also so ganz spurlos ist natürlich auch nicht vorbeigegangen.
Ja, natürlich. Also das hat uns alle betroffen, aber diese positive Energie, die ihr ausstrahlt, die nehmen wir einfach alle mit. Vielen Dank für deinen Besuch. Liebe Grüße an deine Frau. Und wir sehen uns, Charlie, hoffentlich bei der nächsten Wahlsendung, schätze Ja, ich. dann das ist jetzt auch im Präsenzunterricht kann man es gut vergleichen. Ja, live ist live. Also ich hätte dich jetzt lieber neben mir sitzen gehabt, ja, und das Interview geführt. Aber es ging dann auch so. Das haben wir gut gemacht. Charlie, vielen Dank für deine Zeit und Sie, liebe Zuschauer, bleiben am Gerne. besten noch dran. Es geht spannend weiter im Wormser Montagsmagazin. Jean-Luc Busch kommt gleich noch.